So, ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Euro Truck Simulator 2 natürlich. Ja, ich habe mal noch hier ein bisschen rumgeguckt, ein bisschen geschlafen. Und ja, ich habe da jetzt hier bei den Lieferanten hier eine schöne Fracht gesehen. Die geht aber wieder nach Dresden zurück. Ne? Ist ja auch nicht so schlimm. Ne? Aber ich habe mir gedacht, nehmen wir die Fracht hier an, weil hier, schönes Gerät hier. Eine Asphaltfräse, ne? Die 44 Tonnen bringt 21.705 Euro. Euro. Ist doch bescheid, ne? Euro. Und jo. Wir könnten eigentlich auch hier den Vorratstank formen. Nee, ich will aber die komische Maschine formen. Asphaltfräse. Die möchte ich haben. Es geht auf jeden Fall. Vorsicht. Zurück nach Dresden. Dann nehmen wir doch mal hier die Fracht an. Weil schön groß und ne? Guckt euch das mal an. Ja. Dann nehmen wir die mal an, ja. Ich finde mein LKW immer noch cool. So. Ist doch bescheid. Die nehmen wir mit. Gut. Raus. Ankuppeln. Und machen ein Screenshot. Genau. Ach gut. So, dann speichern wir mal durch ein. Angekuppelt. Fertig zum Losfahren. Los geht's. Ab wieder nach Hause. Jetzt mal mit 44 Tonnen. Ja, warum nicht? Und lauter Worte nicht. Hat ja in dem letzten Video schon gesagt. Der Sound ist irgendwie. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Doch. Darf man erst mal hier an die Ausfahrt ranfahren? Nix. Wenn nichts kommt, können wir fahren. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Entschuldigung, lieber Autofahrer. Wir sind ein bisschen größer wie du. Auch ein bisschen mehr Denkfreiheit. Seit Autos. Naja, du musst schon ein bisschen mehr ziehen, ne? Wie vorher. Also wie im letzten Video, ne? Du musst schon ein bisschen mehr anziehen, du. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links. So. Und vergessen. Sorry. Aus Hamburg. Ja, muss ein bisschen mehr ziehen.
Ja, brauchst du echt ein bisschen. Ja, müssten wir bestimmt. Nee, eigentlich brauchen wir gar nicht aufzurüsten. Das ist eigentlich passend für unsere Zugmaschine, glaube ich. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Immer mit der Ruhe, dann mit der Ruck. Komm, Gas geben. Ach komm schon, lass uns raus. Was du vorher noch? Müssen wir ja echt. Ich dachte schon, wir müssen anhalten. Dankeschön. Habt ihr gesehen? Lieber der PKW-Fahrer hatte. Als unser Kollege hat uns rausgelassen. Ach, Gottchen. Das sind Kollegen. Haben wir eigentlich die Umleuchte an? Ja, der mal. Ja, der mal. Weil wir sind ein bisschen schwer. Und wir brauchen schon ein bisschen, naja. Ihr merkt es ja, ne? Ich gebe Vollgas. Und, rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Schön. Jetzt müssen wir mal bremsen, wo wir auf Geschwindigkeit gekommen sind. Ne? Nimm die Ausfahrt rechts. Bremst aber nicht runter die Motorbremse. Geht zwar rein, aber. Jetzt wird in der Heimat. Ja, ich denke mal, wir bleiben eine Weile in Deutschland. Denke ich mal. Mal so ein bisschen alles so in Deutschland abfahren, ne? Was wir so Schönes kriegen. Ich gucke auch mal von Video zu Video, ne? Dass wir euch wo auch mal in andere Städte kommen, wie was weiß ich hier, Kassel, Bremen, Leipzig, Halle. Ich weiß gar nicht, ob hier Halle dabei ist. Und sowas, ne? Magdeburg, Düsseldorf. Guck da mal ein bisschen rum. Wir bleiben mal eine Weile in Deutschland. Da vorher mal die Station ab und sowas, ne? Um mal zu gucken,
dass wir mal die anderen deutschen Städte hoch anfahren. München, sag ich mal, Stuttgart, Kiel. Ich weiß gar nicht, ob es Kiel hier gibt. Cottbus. All sowas. Also, wir bleiben erstmal in Deutschland. Noch einen anderen Auflieger kaufen. Wir später dann, dass wir dann wieder Ausland fahren und ja, so richtige Schwertransporter fahren können und alles. Ich glaube, da müsste ich auch mein LKW langsam dann auch mal ein bisschen pimpen. War ja auch ein bisschen Kohle dafür. Dass wir wieder einen Dreiachser draus machen, richtige Schwertransporter fahren können und sowas. Mach mal nach und nach. Aber wie gesagt, bin ich dann wieder fit, ist erstmal wieder Pause. Ne? Kann ich wieder arbeiten gehen und wieder in den Garten gehen, dann ist erstmal wieder Pause. Und ja. Ich glaube, ich nehme jetzt das zweite Video auf. Ja, klar. Das zweite America Truck Simulator 2. Ich glaube, ich nehme dann nochmal zwei Videos. Bitte rechts halten. Zwei Videos America Truck Simulator. Ich muss mal gucken, haben wir da eigentlich schon die Garage ausgebaut? Ich weiß es nicht. Hoffentlich wird es bald dreispurig, weil wir laufen auf den LKW auf. Und hier ist Überholverbot. Wir laufen auf den auf. Obwohl, da vorne müssen wir da ab. Ah, dreispurig. Ja, wir müssen eh abfahren. Alles klar, okay. Alles klar. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Ich, Helga, mach ich.
gerade wo es dreispurig wird. Naja. Zweispurig, ja, mein Gott. Aber wir haben keinen LKW vor uns. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. War ich doch lecker. Zweispurig. Echt jetzt? Ach, wir müssen noch mal durch Berlin. Ja, stimmt. Bisschen durch Berlin ist. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Stimmt, ja, stimmt. Ach, Quatsch. Aber rechts abbiegen. Ich glaube, da rechts bleiben. Ah, Entschuldigung. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Naja, rote Ampel, Hacker. Beschleunige schon mal. Bringt nix. Rote Ampel.
gut. Ja, 2,5, nee, fast 3 Stunden noch. Da haben wir es geschafft. Oh, man merkt schon an der Spritanzeige, ne, dass wir hier hinten schon hinten dran 44 Stunden haben, ne? Vom Gas gehen. Lass mal rollen. War jetzt hier Überholverbot, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Aber ich denke mal zwei Spuren. Jo. Fahr auch 3 Gramm schneller, Mensch. Da rute mich ab. Danke. Schön. Stunden noch. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Stunden ist schon heftig. Ja, man merkt's. Mit 8 Storchbrettern.
festhalten. Ja, kommt nicht. Kommt doch. Zieh. Zieh. Steigen. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. So, sind wir ja gleich da. So, kann ja so lenken. Wir müssen noch nichts. So gleich geschafft. Gleich links bleiben können. Naja,
links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Echt jetzt? Ich war schon drüber. Hör doch auf. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab. Ich war doch schon drüber. Das war eine schöne Fahrt. Echt? Auf den Strafzettel? Ja. So, Motor aus. Lieferschein abgeben. Quatsch. Da müssen wir hin. Doch, hier wird das so wieder besser, ne? Naja, das war jetzt furchtbar. Oder? Naja, es geht. Ja, Motor aus. Abliefern. Naja, es wird immer schwerer, ne? Ranzukommen, ne? Gut, ihr Lieben, somit bedanke ich mich. Wieso? So, ihr Lieben, somit bedanke ich mich für euer Zusehen, für eure Kommentare, für eure Likes natürlich und allzeit gute Fahrt und natürlich tschüss!